Willkommen mal wieder und zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. So, hi Grimo, du bist hier. Und Jen auch. Willkommen. Oh, Honey ist auch da. Hi, hi. So, fehlt jetzt eigentlich nur noch Knatsch Guste. Die müsste auch. Ja, ob sie hier ist, weiß ich nicht, aber die ist zumindest in dieser Runde, ne? So viel ist. Oh, der Geist, der Geist, der Geist, der Geist. Jo. Was? Ja, er macht kaputt. Ich aktiviere Blink. So. Okay, der ist woanders. Ah, er ist bei Grimo. Alles klar. Ich weiß jetzt überhaupt nicht wo. Aber wir gehen jetzt einfach mal zurück und versuchen, Jen weiterzumachen. Honey ist bei Knatsch Guste am Jen. Und was ich jetzt diesmal mit habe, ist Befreiung. Na, anstatt, ich habe jetzt Verzerrung rausgenommen, Befreiung mit reingemacht. Einfach mal jetzt um. Ja, ich habe aber leider dem Team jetzt nicht Bescheid gegeben im Discord, dass ich Befreiung mit habe. Also nur für den Fall der Fälle. Eigentlich habe ich mir gedacht, ja, ich nehme das mit. Oh shit. Eigentlich habe ich mir gedacht, ich nehme das mit und der kommt bestimmt hin, ne? Ah ne, der ist bei Knatsch. Okay. Ja komm, ich muss abhängen. Dann habe ich Befreiung aktiv. Weil eigentlich wollte ich das nur mithaben, damit man irgendwie den Gen-Druck aufrechterhalten kann. Und man, wenn der Killer einem aufhängt, dass man dann irgendwie ja, ein Momentchen wartet und sich dann abhängt. So müssten die anderen ja nicht den Gen verlassen, wo sie gerade sind. Oder das unterbrechen, wo sie gerade halt dabei sind. Ne? Aber wenn das Team das nicht weiß, dass ich es mit habe, ist natürlich semi. Ne? Ach, Honey war hier. Man merkt seine Sprengfalle. Nice, nice, nice. Komm, 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 das schaffen wir. Schlag kassieren! Jawohl. Okay. So. Ziehen wir durch, ne? Okay, wir haben uns zumindest ein bisschen Zeit erkauft. Das ist jetzt der erste Gen-Liner, der angeht. Zwei Hooks schon. Okay, Totem, Totem, Totem. Ja, der wird. Ja, ob er sowas von hier hinkommt, weiß ich nicht. Okay. Bisschen überschwänglich, Honey. Hier war irgendwo das, die Aura vom Totem, ne? Warte mal. Achso. Boah, das ist ja wirklich in der allerletzten Ecke, ne? Ich dachte erst, ich hätte mich jetzt irgendwie verguckt. Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag dieses Outfit vom Geist. Also irgendwie mit diesem Engelsfeuer oder Teufelsdingern da auf der Schulter und so weiter. Ja, ist schon cool. So, jetzt habe ich innere Heilung wieder aktiv. So. Oh ne, jetzt hat er doch nicht getunnelt da hinten doch, ne? Ja, jetzt müssen wir gleich auf jeden Fall, wenn er nochmal Knatschguste in den Fokus nimmt, dann müssen wir irgendwie wieder was machen oder was versuchen zumindest. Weil eigentlich tut es. Er hat eigentlich noch keine Not gehabt, ne? Da jetzt ungefähr die. Den Tunnel. Das Tunnel-Gameplay rauszuholen. Da hinten war Honey.
gehe jetzt auch einfach mal hinterher. Nicht, dass er irgendwie die Jagd auf Honey abbricht und dann da wieder hinkommt. So können wir zumindest Knatsch jetzt ganz schnell heilen. Also zu zweit. Ne? Komm, komm, komm. Okay, Honey hing noch gar nicht. Ich auch noch nicht. Also ist alles auch erstmal noch im grünen Bereich. Ich hänge jetzt ab. Mal gucken. Ach, da ist er schon, da ist er schon. Honey, lauf, 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 lauf. Ich glaube, der will jetzt tunneln, ne? Ah, okay, Grimo und Knatsch. Ja gut, hat er sich jetzt wohl doch nicht auf Honey fixiert. Weil es sah eher so aus, dass er mir einen mitgibt und so weiter und dann weiter hinter Honey geht. Übrigens... Wie gesagt, Attack on Titan geht jetzt raus aus dem Shop. Ne? Aus dem Grund habe ich ja... Ich höre hier irgendeinen Gen. Ach, Knatsch wird gejagt, ne? Ah, da müssen wir los. Ah, am besten wäre, man würde so ein kleines Ding an der Gen dran flanschen. Ey, das wäre auch ein geiles... Wo? Oh shit, ich laufe voll falsch. Wir müssen jetzt irgendwas machen. Nein, komm, komm, komm. Nein. Jawohl. Oh, Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank. Knatsch ist nämlich dead on hook. Hier der Keller. Warum ist hier der Keller? Das ist scheiße gewesen. Okay. Alles klar. Immerhin hatten wir jetzt den Fokus auf Knatsch Guste unterbrochen. Oh, hier ist ein Totem. Nice. Grimo. Nee, schreibt doch mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch bei dieser Attack on Titan Kollektion, ob ihr da irgendwie zugeschlagen hattet damals oder. Weil jetzt gibt es ja, glaube ich, 30% da drauf. So, komm. So, das ist doch geil. Honey wollte, glaube ich, gerade loslaufen. Wäre jetzt Grimo nicht gejagt worden, hätte ich mich natürlich von ihm abhängen lassen, weil er jetzt eh schon in der Nähe ist, ne? So. So musste Honey jetzt nicht hier hinkommen. Da ist noch ein Totem, ne? Das Totem will ich haben. Au, au, au. Machst du? Ja, du kannst ruhig heilen. Ach nein, stimmt, ich bin ja gebrochen. Ach mein Gott, habe ich jetzt ganz vergessen. Bei Befreiung ist man ja dann erst den Status gebrochen. Okay, ist aber gleich abgelaufen. Kommt ja Honey jetzt, ja, ne? Ja, Honey, geht noch nicht. Ich habe mich auch vertan. Nee, geht noch nicht. Jetzt gleich, jetzt gleich, jetzt gleich. Okay. Warum war Grimo denn wieder frei? Warum habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet? Ich habe jetzt die ganze Zeit auf die Gebrochenanzeige geschaut. Wir müssen weg, wir müssen. Das Einzige, was ich an dem Geist nicht mag, ist natürlich sein Speed, ne? Wenn er unsichtbar ist.
Dann ist natürlich das Ärgerliche, ne? So, dass er einen ja überholen kann und dann vorher bei der Palette ist und sich in die Palette da reinstellt, so dass man diese nicht ziehen kann. Das macht er ja ganz gerne, ne? Jo, 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 jo. Ach komm. Ach so, jetzt auf Honey. Yo. Ja, momentan klappt es ganz gut mit dem Controller. Nein, nein, nein. Oh, Scheiße. Scheiße. Oh nein. Oh, er kommt hinterher, er kommt hinterher. Ja, gut, okay. Achso, Hanni steht wieder. Okay, alles klar. Oh, shit. Ach Gott. Naja, wir konnten zumindest Hanni davor bewahren, auf den am Haken zu landen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ne, so in so einer kompletten Vierergruppe, ich finde, da ist das bei Daylight noch ein bisschen intensiver, ne? Weil man macht sich natürlich um jeden Sorgen, ne? Fiebert mit und so weiter und möchte ja nicht, dass irgendeiner stirbt. Komm, lass uns hier weggehen, Grimo. Nee, okay, ach so. Jetzt kann ich mich natürlich gar nicht heilen. Scheiße. Okay, irgendwo war doch hier das Totem, ne? Irgendwo in der Mitte war das. Als er mich da erwischt hat. Das war aber irgendwo in der Mitte. Jo, da. Okay, jetzt in irgendeinem von diesen Räumen. Nee. Jo, Jesus. Jetzt müssen wir nur noch eingen. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Jo, warte. Oh, shit. Ja, ich komme schon, ich komme schon. Ach, du warst ja quasi geheilt, okay. Ja, nur noch eingen. Nur noch eingen. Jetzt gerade keinen einzigen, ne? Aber immerhin, wir alle leben noch und auch noch ein Gen, also eigentlich sieht es ganz gut aus. Ja, okay, ich hätte lieber nichts sagen sollen, ich hätte lieber nichts sagen sollen. Ich weiß nicht, ob er Barbecue bei hat. Er kommt, er kommt. Der will ihn jetzt aber auch bewachen. Ich glaube, das. Nein, woher wusstest du das? Hat der tödlicher Verfolger? Nee, wie heißt das mal? Keine Versteckmöglichkeit, ne?
Könnte sein, dass er keine Versteckmöglichkeit hat. Ja, komm, lass mich nicht rein. Oh, scheiße. Okay, das hat er gehört. Weil das könnte jetzt gewesen sein, ne? Ich glaube nicht, dass er mich so gesehen hat, wenn er jetzt den Gen tritt und keine Versteckmöglichkeit hat. Ja, super. Dann sieht er natürlich meine Aura. Oh, scheiße. Ja, Hauptsache, ja gut, Honey kann ja noch einmal hängen. Und ich, ach ja, ich jetzt auch nicht mehr, stimmt. Aber das Heilen, das kostet jetzt so viel Zeit, ne? Ey, das geht jetzt. Eigentlich ist es momentan. Ich glaube nicht mehr, dass das so gut wird jetzt hier, ne? Der hat eigentlich alles im Griff. Ich weiß jetzt nicht, wo die drei Gens sind. Nur dieser eine da. Und durch seine Geschwindigkeit im unsichtbaren Zustand kann er natürlich schon ordentlich Strecke machen. Also es wird sehr, sehr schwer, glaube ich. Es wird sehr, sehr schwer. So, und jetzt sind wir. Er ist da. Er ist da. Ach komm. Shit. Wir hängen jetzt einfach ab. Machen wir einen Helden. Boah, diese Heilung, ne, das kostet so viel Zeit, ne? Also der Gen, wenn er den getreten hat, ist er eh wieder auf Null runter jetzt mittlerweile, glaube ich. Also, schade. Ich wollte erst das Wort mit EI, scharfes S, E, sagen, aber... Komm, 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 komm. Ja, passt auf. Aber was heißt, er passt auf? Ich weiß es jetzt nicht, aber... Das hätte nicht gepasst vom... Taschenlampenwinkel. Ey, mir ist gerade irgendwas ins Auge geflogen. Ey, das fängt jetzt an zu tränen. Oder ich habe... einen emotionalen Moment, weil wir die Runde jetzt doch noch verlieren werden, wa? So, wo war denn jetzt mein Gen? Okay, Knatschguss ist aber auch an einem dran. Achso, ja, an dem hier, okay. Gottchen, ey. Nein. Ja gut, was machst du jetzt? Oh shit. Ja gut, das war's jetzt. Ne? Das war's. Ah!
gemacht. Also schade, 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 schade. Also die Runde war eigentlich relativ gut. Wir kamen eigentlich auch gut voran und so weiter, aber... Ja, ich weiß auch nicht. Und der letzte Gen... Ja, wir waren anscheinend immer am gleichen, glaube ich. Und natürlich, hatte man schon gemerkt, der hatte den Fokus auf diesen Gen. Ach, schade, schade, schade. Ja, soweit alles okay. Die Frage ist, was ist mit Dings? Oh. Ja, gut. Ja, hat halt nicht sollen sein. Ne? Schlechtes oder ja, kein Happy End für uns. Ne? Und ich hoffe, es hat gefallen und Spaß gemacht. Über ein Like, Abo oder Kommentar würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und ich gucke jetzt erstmal, was mir ins Auge reingeflogen ist. Und ich hoffe, wir sehen uns bei den nächsten Folgen wieder. Ich sag mal, ciao.